herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel. Wir sind hier fleißig am Verteidigen. Ich bin am Verteidigen, du bist ja schon an der Offensive, ne? Ja, wie immer, das kennen wir ja, das Spielchen, ne? Also wir beide kennen es zumindest. Ich bin der sich einigelt und einen Haufen Abschüsse durch Verteidigung einfach macht. Und du bist der, der im Endeffekt den Gegner immer kalt macht. Oh ja, hier ist er ordentlich drin. Klick den doch mal, da steht doch einer, habt ihr den nicht gesehen oder was? Töten. Geht doch, nicht gleich so. So, die anderen drei kommen bitte mal nach vorne. Hier oben sammeln sich nämlich langsam schon meine Kriegsgefangenen hier oben auf dem Feld. Neben jedem Panzerwrack stehen hier schon drei mögliche Kriegsgefangene rum. Die wollen wir noch gar nicht die Beine im Bauch stehen lassen. So. Ja, manchmal ist das wirklich so eine gute Mischung, dass du wirklich verschiedene Einheiten bei hast, dass du jetzt ja gleich. Richtig, genau. So oft jetzt mitbekommen. Also ich mische hier auch schon sehr viel immer. Ich glaube, ich habe jemand, der hat irgendwie. Hat kein Hauptgebäude mehr, oder? Nö. Von daher. Upgrade completed. Hier oben sind Helis, die vom Gegner, die immer wieder Raketen abfeuern und meine Sentinel-Turret-Abwehrwaffen, die fangen die immer wieder alle ab. Die Raketen, die abfeuert, kommen alle gar nicht an. Ist immer sehr lustig so. Wo kam der denn her? Warum war da gerade ein Gegner mitten in meiner Basis? Also weil der Strom aus war vorhin. Und er dann durchfahren konnte quasi. So, hier haben wir hier wieder ein paar Kriegsgefangene einsammeln. Hier stehen so viele draußen schon wieder rum auf dem Feld hier. Bringt natürlich immer gut Geld, was man immer benötigt quasi. Da kommt ein Schlag auf dich zu. Ein roter. Jupp. Seh schon. Ah, voll rein, oder? Hallo? Ja, ich weiß auch gar nicht. Jetzt kommt er. Atombombe! Boom! Autsch. So, du Wichser. Hey! Nicht diese Wortwahl hier, ja? So, ich finde ihn bloß nicht mehr irgendwie hier. Na, du hast doch den Orangen, der andere Rote, die kam aus der anderen Ecke. Ja, aber ich finde ihn hier nicht mehr. Irgendwie hat er keine Basis mehr. Und vielleicht gelten die auch beide als zerstört, wenn beide eliminiert sind quasi. Meinst du? Wäre möglich. So, Kriegsgefangene habe ich mehr als genug in der Zwischenzeit, denke ich. So, ich habe jetzt zwei Gefängnisse voll. Ja. Das sollte reichen. Base is under attack. Enemy detected. So, du bist also schon fleißig dabei, hier aggressiv zu werden im Prinzip. Mich greift die Kinder ohne Grund an. Nee, ohne Grund greift die sowieso Kinder an. Sie sind der Meinung, sie haben allen Grund der Welt. So, du hast eine Pisspacke probat lesen. Hässliche Pissbacke. Das ist dann mal was. Ja, ich bin hier gerade noch so ein bisschen am Forschen. Ich hoffe, ich komme auch dazu, ein bisschen was zu machen, wenigstens. Known Shore Pass, Errungenschaft freigeschaltet. Oh, er fängt. Was? Er hat meine Einheit angefangen. Die Bomben. Upgrade complete. Hat er Abwehr? Du meinst, das deine Luftangriffe? Jupp. Aber nicht alles. Eins ist durchgekommen. Echt? Hinten ist einer eingeschlagen, oder? Ja, da, ja. Aber du hattest mehrere abgeschickt? Ja. Ja, stimmt. Der hat hier vorne Petriot stehen. An dem Wasserturm da. Und gleich daneben, wo der zweite, wo ein Einschlag war.
Daneben stand eine Patriot. Er scheint viel auf Luft zu setzen mit seinen drei Air Control Centern da. So, wie ich schätze, werdet ihr jetzt nicht sehen, dass ich irgendwie offensiv werde. Weil der Bier wahrscheinlich bis dahin schon alles erledigt hat. Nee. Ich versuche gerade einen Rückzug zu machen. Versuch's. So, aber ich habe die Schwäche schon mal, das ist schon sehr gut. Auf jeden Fall. So, ich platziere jetzt mal eine Raffinerie zum Abbauen von Rare Earth, weil ich werde noch ein bisschen Rare Earth brauchen. Ich habe leider seine Basis nicht ausräuchern können. Das ist nicht schlimm. Ich finde das nicht gut, weil der kommt jetzt in der Zeit schon wieder hier unten. Ich nehme mal meinen Heli und fliegt da einfach mal hin. Da muss doch irgendwo ein Stück Basis noch sein von dem. Also hier ist es wahrscheinlich denn so geregelt, dass wirklich das letzte Gebäude fallen muss. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weil ich glaube, es kommt auf Schlüsselgebäude an, auf bestimmte Gebäude halt. Base is under attack. Base is under attack. Stealth enemy detected. Sagt er das bei dir? Ich weiß es nicht, aber es bei mir oder bei dir ist, keine Ahnung. Deswegen, aber er sagt das ja bei mir, bei dir an, das spielt ja keine Rolle. So, dann muss man die scheiß Helis hier wegholen, die nerven mich langsam so ein bisschen, doch irgendwann nerven sie. Ich komme jetzt von hinten, die Helis, ne? Die Helis im Nacken hinten. Ja, meine Basis hat zwei Ausgänge, ich kann auch von der anderen Seite kommen, du blöder Heini. So. Lass mich auch nicht alle gefallen. Nee, ne? Die ganze Zeit. Hackt der auf mich rum hier? Gibt's ja wohl nicht. Irgendwann reicht's. Mir reicht's. Storage capacity has reached its maximum. Halt die Klappe. Das ändert sich noch mit der Storage-Kapazität. Definitiv. Ich brauche nur so ein paar Earth-Einheiten noch. Dann kommt mein Schlagtrupp. Nur ein bisschen Radlauf noch. Wichtig. Was kommt jetzt von dir mal hier drüben? Also wollte er jetzt versuchen, bei mir eine Basis zu kommen. Ja. Ja, du hast wieder ein Dings gestartet. Nur eine? Ja, ne? Jo. Mal gucken, ob es abgefangen wird wieder. Enemy detected. Ja. Abgefangen. Da steht die Sonne. Einen Schuss hat sie noch. Wieso? Weil die auch Munition braucht, die Patriot. Okay. Und der hat mir einen Strich angezeigt von 4. Also wenn du bei sowas vorbeikommen willst, dann musst du viele in Folge schicken immer. Ja, kosten ja nur ein paar Mal Rare Earth. Storage Capacity. Ich weiß, ist nicht gerade günstig. Aber es ist ja dein Gegner. Mich nervt es bloß, dass ich den hier nirgends befinde. Das wurmt mich. Enemy detected. Ach Quatsch, nicht die Dinger. Die will der nicht bauen. Die will ich bauen. So, wie ihr seht, bei der Staffel brauchen wir jetzt schon mehr als zwei Folgen. Jupp. Aber ich habe mal wieder meine Ruhe zur Abwechslung, weil du hast mir jetzt auch ein bisschen malträtiert. Ja, endlich mal, ja. Ich sehe hier vorne fehlt mir eine Sentinel. Irgendwie hier vorne fehlt eine Sentinel. Ich habe eine Sentinel weggeballert, tipp's ja wohl nicht. Der hat hier einen Bombenteppich abgelegt, deswegen habe ich hier so einen Bombenstreifen. Der Hund. Silberwaffe ist gestartet worden von ihm. Und sie geht in deine Richtung. Ich habe leider keine Abfangwaffen irgendwie dafür. Doch, du hast definitiv irgendwas zum Abwehren. Also ich habe das im zweiten Bereich. Da habe ich einen Anti-Ballistic Center. So heißt das bei mir.
Was steht denn da als. Bereich. Ja. Da habe ich als letztes ein Anti-Ballistic Center, da steht Average Resilience able to intercept tactical weapons. Au. Was hat er da getroffen? Scheiße, er hat alles kaputt gemacht. Meine Superwaffe und Hast du die Gebäude nicht repariert? Ich kann die Gebäude hier nicht reparieren. Ich wollte auch gerade sagen, wie kann man den Gebäude überhaupt reparieren? Also mein Öldings ist ein superer Scheiß. Da hat es auch eine ganze Menge Ressourcen weggeballert, oder? Ja. Waren da nicht ein paar Depots gewesen? Tomahawk-Generator habe ich nur hier. Base is under attack. Ich kann ja nicht zu abwechseln, ja. Ja, meinst du, hat er dich genug geschwächt, kann er wieder zu mir kommen, oder was? Das ist aber geschnitten. Hier ist er. Oh, oh! Oh, Alter. Ich hasse ihn, ne? Ich hasse ihn. Wieso? Der mit seinem scheiß Bombenteppich, ne? Der hat mir gerade fast meine ganzen Truppen weggebombt, ne? Ich konnte nur von Glück reden, dass ich die gerade da wegbewegt habe. Sonst hätte er wirklich alle getroffen. So haben wenigstens noch 4 von 5 Helis und von 10 Fahrzeugen haben 3 Fahrzeuge überlebt, ne? Ja, Bombenteppich ist was Schönes. Aber ich bin noch nicht fertig mit ihm, also noch lange nicht. Er wird sich noch wundern. Wirklich? Glaub mal, nee, dass ich jetzt schon fertig bin mit ihm. Ich baue jetzt Ra-Earth ab. Ich könnte auch Superwaffen aufbauen. Aber ich habe Angst, dass wenn ich eine hinstelle, dass ich zum Ziel werde. Ich werde bestimmt zum Ziel, wenn ich eine aufstelle. Ich wag's, ich stelle eine auf. Ich hoffe, dass es da noch mit dir rein. Was denn? Enemy detected. Ich habe keine Ahnung. Aber bei dir an der Basis sehe ich nichts, also von daher muss es bei mir sein. Ja, Stealth Enemy, wie ich die liebe. Aber es ist nur ein Jäger. Und kein Bombenteppich. Affe. Aber es ist mal eine interessante Frage, wie kann man denn hier repariert wie high geht's? Die Gebäude reparieren? Ja. Das kann ich dir gerade nicht mal sagen, wie das geht. Keine Ahnung. Stealth enemy detected. Da ist ein Flugzeug zu dir unterwegs gewesen. Jupp. So, bitte mal das ganze gesamte Heli-Geschwader bitte mal hier nach vorne kommen, weil hier ist ein Reparaturgelände, da kann repariert werden. Ich muss mal meine Fahrzeuge mal wieder hinter meine Verteidigungslinie ziehen, da sind sie sicherer aufgehoben. Yeah, Omega-Blitzer ist complete. Muhahaha. Die Munition kostet natürlich auch nicht gerade wenig, aber... Er hat schon wieder gestartet, ne? Oh, hör mal auf jetzt. Da kommt eine Atombombe auf dich zu. Also so schnell bin ich dann doch nicht. Hast du irgendwas Verteidigung technisch? Nein. Ich war gerade dabei, jetzt habe ich sogar keinen Strom mehr. Oh, ist da woanders gestartet. Was ist dafür zuständig? Welches Gebäude? Was wolltest du das gerade bauen? Die Abwehr oder was? Wo ist denn das Endschlank da? Jawoll. Ist dein Hauptquartier im Eimer? Das war mein Hauptquartier, ja. Ich wollte gerade mal bauen. Das heißt, das ist kein Hauptquartier, man kann keine Gebäude mehr bauen. Richtig. Was, die Vorposten hast du nicht, ne? Aktuell. Nein. Die du irgendwie noch ausbauen kannst im Hauptquartier. Au! Was denn? Der hat zu mir auch eine geschickt. Wann hat denn der die losgeschickt, bitte?
Die habe ich gar nicht mitgekriegt. Hab die gar nicht bemerkt, wann hat der die geschickt? Ich weiß es nicht. Wir haben ihn zu lange da umpackeln lassen. Auf jeden Fall. Boah, der kann was erleben. Mein Omega Blizzard steht Gott sei Dank nicht mitten in der Basis. Den habe ich mit Absicht in den Vorposten außerhalb hingestellt. Boah, kannst du dir bitte mal ein bisschen schneller bauen, die Munition für den Omega Blitzer? Boah, der kann was erleben. Enemy detected. Enemy detected. Enemy detected. Jetzt bin ich sauer. Ja. Boah, was hat denn da für Einheiten, ey? Wieso? Die Helis? Boah, hast du irgendwas zum Abwehren von den Raketen? Nein. Wo hat denn jetzt eine Atombombe, weißt du das? Ich weiß es nicht, ich such die gerade. Aber ich komme nicht durch die Stadt durch. Die scheint nicht in seiner Hauptbasis zu stehen. Der kommt jetzt mit einem Sachen. Tut er das? Gut, tue ich auch. Der er kommt mit einem Sachen. Ja, tue ich aber auch. On our way. Ich wollte nur sagen, dass du einen Weg hast. Enemy super. Ist gestartet. Kommt auch wieder zu mir. Ja, aber die aktuell kommt zu mir, die da gestartet wurde gerade eben. Ist einer zu mir unterwegs. Die trifft aber wieder nicht meine Superwaffe. Ich wüsste gerne, wo seine ist. Ich muss zu seiner Basis. Alles andere ist einfach irrelevant. Durchwaschen, durchwaschen. So, gucken wir mal, wo der Einschlag diesmal war, der zweite. War der überhaupt schon da? Ja, oder? Ja, okay. Ja, bestimmt. Ja, für mich haben wir auf dieselbe Stelle drauf geknallt. Immer schön aufs Hauptgebäude. Aber meins repariert sich irgendwie von selbst, mein Gebäude. Nö. Ach, bei mir kommt gerade die nächste nochmal. Kommt gerade nochmal in angeflogen. Na, wo geht's rein? Na komm. Ah, wieder darin. Juhu! Hauptgebäude ist. Du bist auch schon da, ja? Ja, klar, ich bin da schon am Eingang zu deiner Basis, wie du siehst. Ich muss nur auf deine Flugzeuge aufpassen. Ja, diese scheiß, vor allem die Flächenbomber. Peacekeeper, was haben wir denn da? Eine Nuklearmissil-Silo. Missgeburt. So, hat jetzt kein Silo mehr. Das hat er eins weniger, falls er mehrere haben sollte. Ich räume hier mal ein bisschen auf, ja? Siehst du gerade, wa? Ich werde Baufahrzeug weg. Er baut mich hier nicht. Scheiß Helis, Alter, die nehmen mich auf den Sack. So, hast du noch eine Munition? Obwohl, nee, ich will meinen Omega-Blitzer noch abfeuern. Oh. Weg da, da hinten ist ein B2 Spirit. Unit is
So, Omega Blitzer. Jetzt, ich hau es ab. Da, ach, da ist noch eine Atombombe. Ah, verstehe. Die wirst du gleich nicht mehr haben. So, ich habe aber mal auf mich gestartet. Ich habe meine Fahrzeuge sich gerade ein bisschen zurückgezogen. Achtung, vier sind unterwegs, ja? Ach, die Scheiße. Guck dir das mal an jetzt da oben, Alter. Wo noch die ganzen hier Helipetten alles stehen, ne? Mhm. Schlagen alle da ein. Einer nach anderen. Bam! Bam! Mistkerl. So. Das ist aber immer noch nicht da. Mehr sind wir noch nicht. Die Silo steht noch. Ah, gleich nicht mehr. Oh, hast du auch noch einen Panzer gefunden, ja? Einen hab ich noch. Ich komme! Yeah! Weißt du, die gehören beide zusammen. Das ist der Punkt nämlich. Weil die als Team agieren. Ja. So. Wie ihr seht, wir haben es geschafft, auch gegen zwei leichte Gegner. Aber ich guck gerade, ich habe 244 Kills, 66 los. Hab mehr eingesammelt, wie es aussieht. Aber guck mal hier, runter hier, der Easy AI. Obwohl der weniger eingesammelt hat, guck mal, wie viel der dieses Ra Earth eingesammelt hatte. Mhm. Warum habe ich einen höheren Score? Achso, ich. Nee. Ich hab viel mehr Alu gesammelt, oder? Aber ich finde nicht, dass es das dazu gezählt irgendwie, oder? Dieses Doch, die Ressourcen zählen ja auch. Aber habe ich auch mehr Alu? Guck mal, ich bin ja unter dir. Ich habe ja 12.000 oder. Ja, und ich habe 50.000 Alu. Ach, Alu? Ja, bei Credits, bei Öl, also bei Credits hast du mehr, aber bei Alu habe ich ja bedeutend mehr. Und bei Ra Earth hast du nur einen Tick mehr. Ja, gut, aber dann siehst du mal, dass das für mich gar nicht so wichtig ist. Nö, aber wir liegen ja nicht so weit auseinander von den Punkten. Es sind ja nur knapp 110.000. Von daher, wenn du mal guckst, wie weit die beiden Easy KIs auseinander liegen, der eine mit 600.000 und der andere mit 84. Ja, der andere, den habe ich ja schnell platt gemacht. Der war ja relativ schnell weg und den anderen haben wir zu lange ausbreiten lassen. Ja, das war unser Fehler gewesen, weil du manchmal zu lange noch in deine Verteilung investierst. Naja, die aber für mich wirklich wichtig ist, weil sonst habe ich das Problem, dass ich relativ noch schneller weg bin. Also ihr habt aber gesehen, es gibt ja zwei verschiedene Taktiken, wie wir jetzt gespielt haben. Ich bin eher auf Angriff und der Eisbrecher eher auf Verteidigung. Ich habe meine Basis verloren, in dem Sinne hatte nur ein Panzer zum Schluss und ein paar Häuser noch, aber sonst, also ich wäre jetzt eigentlich auch am Ende gewesen. Der hat ihn auch gut gewährt. Naja, aber ganz ehrlich, jetzt zum Ende, nachdem ich jetzt 3-4 Atombomben getroffen haben, war von meiner Basis auch nicht mehr viel übrig. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich nächstes Mal auf jeden Fall eine Station aufstellen muss. Diese Abfangstation. Ja, hatte ich auch nicht. Hatte ich auch nicht. Ich habe damit aber auch nicht gerechnet, dass er gleich mit Atombomben um sich wirft. Okay, gut. Naja, war jetzt schon ein bisschen sehr aktiv gewesen am Ende mit Atombomben, ne? Aber ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, okay, auf jeden Fall. War echt auf Aggression. Genau, in der zweiten Staffel auf der Lost One Way Karte. Genau, nächstes Mal nehme ich dann wieder auf der neuen Karte. Und bis dahin, danke fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.